Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Backen mit Honig. Heute zeige ich euch, wie man einen makronenartigen Lebkuchen, und zwar einen Alpenrausch-Lebkuchen, herstellt. Folgende Zutaten brauchen wir, und zwar einen ganzen Haufen gehobelter Mandeln, etwas Honig zum geschmacklichen Abrunden, Schlagsahne, Vanillezucker, Kakao, Orangeat, Marzipan, Puderzucker, Eiweiß, dann solche Oblaten für Lebkuchen und damit die Lebkuchen glänzen, wer wünscht, Gummi Arabicum und für die weitere Dekoration Kuvertüre, und zwar weiße. Als erstes trenne ich die Eier. Alle Zutaten kommen jetzt in den Topf. Vanillezucker, die Sahne, der Kakao, der Puderzucker, das Marzipan in kleinen Flöckchen. Und ein Esslöffel Honig. Nun wird unsere Masse abgeröstet. Und zwar heißt es, wir werden sie bis auf 80 Grad erhitzen, und zwar unter ständigem Rühren. Und dabei lösen sich die Zutaten alle auf und vermischen sich. Die Masse nur auf mittlerer Hitze abrösten. Das braucht jetzt etwas, also so etwa 10 Minuten. Im Rezeptbuch stand, dass es sich um eine Schweizer Spezialität handelt. Das muss aber schon eine etwas ältere sein, denn ich habe nirgendwo ein neueres Rezept gefunden. Aber ich finde es sehr lecker. Ich habe das schon mal gemacht und das ist ein bisschen wie ein Florentiner mit Schokolade. Das Orangeat wird klein geschnitten, bevor ich es zu der Masse gebe. Ich rühre es unter. Jetzt streiche ich die Masse auf die Obladen, und zwar etwa einen Zentimeter dick. Die Masse schön glatt streichen, und es gelingt besonders gut mit einer feuchten Palette. Und dabei würde ich darauf achten, dass man von der weißen Oblade nichts mehr sieht. Und dann hier aus Blech. Die Menge reicht für 5 große Lebkuchen. Und bevor wir sie backen, lasse ich sie noch eine Nacht abtrocknen. Die Alpenrausch-Lebkuchen sind jetzt fertig gebacken. Und damit sie optisch schöner aussehen und einen hübschen Glanz bekommen, lackiere ich die jetzt mit Gummi Arabicum. Und zwar sollten die Lebkuchen noch warm dafür sein. Für das arabische Gummi rühre ich einen Esslöffel des Pulvers zusammen mit 5 Esslöffeln Wasser an. Die Alpenrauschlebkuchen sind abgekühlt und jetzt kann ich Dreiecke schneiden. Nehme ich lauter kleine Berge und dazu schneide ich den erstmal hier in der Mitte durch. Und jetzt
Immer so, dass ich hier einen rechten Winkel habe. Also so, dann so, dann so, dann so. Sie sind jetzt fertig und wenn ich es besonders hübsch machen will, dann tauche ich hier noch die Ecke in weiße Schokolade.